Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hier auf diesem Kanal sind wir gleich schnell. Also heute zeigen wir euch mal den neuen Shop. Und ich habe mich gestern für den Contender Division gequalified und für den Prospect Division. Ich habe gestern den Open Division gemacht. Und zwar einmal. Das ist alles Duos, genau. Einmal den Prospect Division und einmal den Open Division. Habe ich beides geschafft gestern. Einmal mit 15 Punkten, einmal mit 16 Punkten. Und jetzt habe ich den Contender Defender. Und Leute, ihr könnt mal ganz gucken, wer hier alles so mitspielt. In den Contender Defender, wo ich jetzt drin bin. So, hier ist Fnatic Motor, Secret Osmo. Also ihr könnt hier mal stoppen oder pausieren und die Geschwindigkeit langsamer machen. Könnt ihr euch die ganzen Namen hier angucken, wer alles hier dabei ist. Und ja. Das sind hier Leute, das sind hier wirklich nur Leute, die extrem stark sind. Und wenn man den noch schafft, ist man hier bei dem Championship. Und dann gucken wir mal ganz, wer hier erster ist. Hier ist erster, E11 Stumpy, okay. Und Mogral, Alas Nitro. Aqua. Wo? Aqua. Ja. Ja, also das sind quasi Solari RX. Ja, was soll man sagen? Also das sind so die Leute hier, die Rascology, die hier mitspielen. Und ja, gestern habe ich noch gesehen, Ghost Camo hat nur 6 Punkte geschafft. Ghost Camo. Ich weiß nicht genau wo, 6 oder 7 Punkte hat er geschafft. Ghost Camo. So, und jetzt stelle ich halt gleich euch den Shop vor. Jo! Jo! So, Leute! Jetzt muss ich erst mal gucken, ob die Kamera mich auch kriegt noch hier. Jawoll! Ja! Ja, waren wir ziemlich begeistert. Ja, dagegen ist das von mir richtig mickrig. Ja, ich meine, ich habe gestern meine ersten 5 Punkte. Na gut, ich hatte schon immer so viel geholt, aber da gab es ja dann dafür noch nichts. Aber ich habe die erste Division ja auch geschafft, habe mich ein paar Mal ins Finale gekämpft und dann bin ich in die zweite Division aufgestiegen. Aber das ist natürlich nichts, aber auch rein gar nichts im Vergleich zu dem, was da der Herr sofort leistet. Er hat einfach mal so gestern sich gedacht, ach krass, ja, ich habe ja meine Punkte zusammen, dann machen wir gleich nochmal das nächste, probieren das auch nochmal und hat das auch noch geschafft. Ja, 2 Stück an einem Tag, crazy shit. Also, aber jetzt gehen wir mal hier rein, heute in den heutigen Shop, ja endlich mal, diesmal ganz schön viel Neues im Vergleich zu gestern. Und ich gedacht habe so, what? Was ist denn hier los? By the way, das fehlt noch. So, da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Schokolama, wie geil. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal richtig, richtig witzig. Richtig witzig. Witzig. So, ich muss mir so mal jetzt schauen. Eigentlich müssten die ja jetzt auch alle hier schon im Shop sein. Genau. Gucken wir mal da rein. Mega geil. So, einen Gefallen könnt ihr dem Herrn sofort tun. Irgendjemand, der ihm das Ding da, diesen Heartsband schicken kann. Irgendwie wollten wir, also braucht man dafür, das machen wir später. Also wir gucken jetzt erstmal hier, Schokolama. Und Schokolama finde ich eigentlich ganz witzig. Und Schokolama kriegt von mir 7 von 10. Dann gucken wir mal. Wir haben ja hier bereits schon das da, müssen wir schauen, das ist das da. So, da aktuell 3,67 von 5 bei 6 Votes bereits. So. Jo.
Ich muss hier mal den Sound reinmachen. Der Sound ist nicht da. Kann das sein? Genau. So, dann haben wir den Heartbreaker. Mr. Love. Oh my God. Ja, sieht deutlich viel cooler aus als das andere Lama. Mega geil. Der Heartbreaker. Den finde ich echt cool irgendwie. Und der kriegt von mir 8 von 10. Der DJ, der Heartbreaker. So, wo ist er denn? Da haben wir ein 8 von 10. Und aktuell haben wir hier eine Benotung. Und zwar 4,13 von 5 bei 16 Votes. Ich finde den cool. This is cool, baby. Cool, cool. Cool. So, dann haben wir den nächsten. Das ist der Scully. Accept nothing less than stylish domination. Sieht ganz putzig aus. Und hier hinten ein Totenkopftäschchen. Was ist denn da rechts dran? Auch nochmal so ein Skull. Ja, die Preview-Styles schauen wir uns mal an. Was wäre das hier? Scully. Da sieht es eigentlich noch cooler aus irgendwo. Und gerade auch in der Schneelandschaft. Also hier gefällt sie mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und Scully kriegt von mir auch 8 von 7 von 8 von 7 von 10. So, und schauen wir mal. Scully 7 von 10. Was haben wir denn da aktuell? 4,27 von 5 bei 15 Votes. Oh, recht ordentlich. So, was haben wir denn da noch? Ah, den Scully-Splitter. Wie hört er sich an? Mhm. Und der Scully-Splitter. Oh, da gibt es auch nochmal Preview-Styles. Alles klar. Ah, so, alles klar. Ja, den finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Der kriegt von mir nur 5 von 10. Der Scully-Splitter. Und da haben wir aktuell 4 von 5 bei 7 Votes. Oder noch was? Nein, das war's. Jetzt haben wir den Cuddle Team Leader. Oh mein Gott. So. Der Cuddle Team Leader kriegt von mir 4 von 10. Ich weiß, ihr liebt den. Und gibt es wahrscheinlich wieder Dislikes drauf. Ist mir egal, ich mag den nicht. So, das ist der hier und der hat 4,11 von 5 bei 175 Votes mit 259 Remind. Das legt mich am Buckel. Das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir den Scheiße, der Cuddlepaw. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Cuddlepaw. Oh mein Gott. Cuddlepaw kriegt von mir 5 von 10. Was haben wir denn hier? Schrecklich. 3 von 5 bei einem Boot. Ein Reminder. Dann haben wir den Nightlight. Und der Nightlight kriegt von mir 6, 7 von 6 von 10, der Nightlight. So. Da haben wir aktuell 3,7 von 5 bei 40 Votes. So. Der ist cool. Der ist cool, witzig, cool, witzig, witzig und cool und cool und witzig. Bear Force One, it's so fluffy. Part of Royal Heart Set. Der kriegt von, ich finde den so witzig, ich finde den mega cool.
irgendwie 10 von 10, einfach nur, weil ich den. Ich. Eine coole Idee. Bear Force One. So, und da haben wir 3,93 von 5 bei 15 Votes, 22 Reminders. So, dann haben wir hier den Bullseye und ich weiß, es ist es genau. I never miss und oh und Schwitzer Skin und ich meine, sieht ja nicht schlecht aus. Ne? So ist es ja nicht da. Aber alles da drumherum ist halt nicht so schön. Der Bullseye kriegt von mir 5 von 10. So, ich weiß, es ist. Oh Gott, ich sehe schon wieder die Daumen nach unten. So, 4,45 von 5 bei 42 Votes. 506 Reminders. Ja, lecko mio Tasche. So, und dann haben wir den I don't know. Don't ask me. I don't know. So. Und der I don't know kriegt von mir. I don't know. Kriegt von mir 8 von 10. So. 8 von 10. 4,5 von 5 bei 6 Votes. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Da können wir vielleicht noch ein paar Szenen aus der Competition, aus der Liga holen. Ne? Müssen wir mal schauen. Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.